geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr gesehen habt schon im Intro, wir sind heute bei McDonald's hier am Start. Und McDonald's hat einen veganen Burger rausgebracht und den werden wir heute mal testen. Die Werte sind schon mal echt nicht so übel, was ich im Internet gesehen habe. Aber wir müssen natürlich mal gucken, wie das ganze Ding schmeckt, und das machen wir jetzt. Also das Ding ist auf jeden Fall richtig krass wie Fleisch. Das sieht überhaupt nicht, sieht noch nicht mal vegan aus und schmeckt auch sehr, sehr stark nach Fleisch. Die Werte sind wirklich gut, Alter. Ich blende sie euch hier mal nebenan gerade ein, dann könnt ihr die mal abchecken. Die Soße ist ein bisschen langweilig. Und die Gurken hier mag ich nicht. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir essen mal erstmal auf und dann melden wir uns wieder. Ich muss sagen, ein bisschen langweilig schmeckt der. Ist jetzt nicht so, ja, krass gewürzt. Die Soße ist jetzt nicht so der Brüller. Und für ein Big Vegan TS ist der auch relativ klein, ne? Ja, also das ist halt nicht viel, ne? Ich fand den gar nicht mal so schlecht. Ja, also man kann ihn auf jeden Fall essen. Ja. Er schmeckt nicht irgendwie nach Pappe oder so, oder es schmeckt irgendwie komisch. Das ist echt gar kein Problem. Nur halt die Soße ist halt nur Ketchup, Alter. Das Patty von dem Burger ist von Incredible Burger Patty von Garden Gourmet. Und es ist so ein besonderes Patty, es schmeckt halt sehr, sehr nach Fleisch. Die Konsistenz ist auch fleischmäßig. Was vielleicht so ein bisschen Unterschied macht, dieses Patty wird frittiert und nicht gebraten. Das macht auf jeden Fall, glaube ich, nochmal einen Unterschied vom Geschmack. Ja, auf jeden Fall gibt es heute ab dem 29. April einen veganen Burger bei McDonald's. Also auch die Veganer können jetzt ein bisschen mehr essen als nur die Pommes hier. Und ja. Testet ihn selber, macht euch selber mal ein Bild. Das war so ein kleines Review. Die Werte sind echt nicht verkehrt. Also ich glaube, das ist, ich weiß es nicht auswendig, aber es ist wahrscheinlich so Fett-Eiweiß-Verhältnis der beste Burger, weil die Spanne am allergrößten ist. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich wieder beim Training. Ne? Ja, wir müssen heute wieder trainieren. Und ja, ich hoffe, der kleine Einblick in den veganen Burger hier bei McDonald's hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.